Hi zusammen, mein Name ist Tobias Eisle, ich bin Produktmanager bei der Firma Kiesel und bin zuständig für die Giant Kompaktradlader. Hier im Hintergrund sehen wir zwei neue Modelle, den G2200E. Wie alle Giant Modelle ist auch dieser universal einsetzbar, das heißt, es ist ein Geräteträger für Anwendungen, zum Beispiel Verladearbeiten, Reinigungsarbeiten oder auch Mäharbeiten. Was ist das Besondere an diesem Modell? Der G2200E ist das erste Modell von Giant, das komplett elektrisch betrieben wird. Sprich, dieses Modell wird angetrieben durch zwei Elektromotoren. Ein Elektromotor für die Fahrhydraulik, ein Elektromotor für die Arbeitshydraulik. Beide Motoren werden mit Energie versorgt von einer Lithium-Ionen-Batterie. Der G2200E ist ein 2,2-Tonnen-Modell und besitzt Nutzlasten bis zu 1,4 Tonnen, je nach Konfiguration. Von dieser Maschine sind zwei Hubgerüstvarianten verfügbar, zum einen das X-Star-Hubgerüst und zum anderen das Standard-Hubgerüst. Auf der rechten Seite sehen wir den G2200E X-Star und auf der linken Seite sehen wir den G2200E mit Standard-Hubgerüst. Was sind nun die Unterschiede zwischen diesen beiden Hubgerüstvarianten? Das X-Star-Hubgerüst ist niedriger angelenkt, bedeutet, der Schwerpunkt der Maschine sitzt tiefer und rückt weiter Richtung Heck, bedeutet, die Maschine hat höhere Nutzlasten. Beim G2200E mit Standard-Hubgerüst, da ist das Hubgerüst höher angelenkt, der Schwerpunkt sitzt nicht ganz so tief, bedeutet, die Nutzlasten sind nicht ganz so hoch. Der Vorteil liegt hier in der höheren Ausschütthöhe. Im Heck der Maschine befindet sich die Batterie, welche beide Elektromotoren mit Energie versorgt. Zum Einsatz kommt hier die neueste Batterietechnologie, nämlich eine 48 Volt Lithium-Ionen-Batterie. Giant hat hier eine Kooperation mit der Firma Jungheinrich. Die Firma Jungheinrich ist bekannt als Hersteller von Flurförderfahrzeugen. Was sind die Vorteile einer Lithium-Ionen-Batterie? Eine Lithium-Ionen-Batterie kann mehr Energie speichern und kann schneller geladen werden als herkömmliche Batterien. Des Weiteren, es tritt kein Memory-Effekt auf. Bedeutet, über die komplette Lebensdauer steht 100% der Batteriekapazität zur Verfügung. Da wir hier bei diesem Konzept im Niederspannungsbereich arbeiten, ist keine Hochvoltschulung notwendig. Es stehen drei unterschiedliche Batterievarianten mit unterschiedlichen Kapazitäten zur Verfügung. Die kleinste Batterie mit 260 Amperestunden hat eine Laufzeit von maximal 3 Stunden. Die mittlere Batterie mit 390 Amperestunden hat eine Laufzeit von 4,5 Stunden. Und die größte Batterie mit einer Kapazität von 520 Amperestunden hat eine Laufzeit von maximal 6 Stunden. Standardmäßig befindet sich im Heck der Maschine ein Onboard-Ladegerät mit einem Ladestrom von 60 Ampere. Wie sind nun die Ladezeiten für die unterschiedlichen Batterievarianten? Mit der kleinsten Batterie benötigen wir 4 Stunden Ladezeit. Mit der mittleren Batterie sind es 5,5 Stunden Ladezeit und mit der größten Batterie sind es 7 Stunden Ladezeit. Optional steht auch ein Hochfrequenzladegerät zur Verfügung. Großer Vorteil für dieses Ladegerät ist, dass sich die Ladezeiten um bis zu 50% reduzieren. Wenn auch Sie so hungrig sind wie ich jetzt und direkt nach der Mittagspause wieder arbeiten möchten, schließen Sie einfach das Hochfrequenzladegerät an der Maschine an und Sie sind direkt nach der Mittagspause startklar. Kommen wir nun zum Antriebskonzept des Radladers. Im Radlader sind zwei Elektromotoren verbaut, einer für die Fahrhydraulik, einer für die Arbeitshydraulik. Was sind die Vorteile von Elektromotoren? Elektromotoren sind komplett emissionsfrei, das heißt, sie erzeugen weder Abgasemissionen noch Lärmemissionen.
Das heißt, unser Radlader, unser elektrisch betriebener Radlader, ist prädestiniert für den Einsatz in innerstädtischen Baustellen, wie zum Beispiel in Umweltzonen, in lärmsensiblen Bereichen, auf Friedhöfen oder auch in geschlossenen Räumen. Des Weiteren, großer Vorteil gegenüber kraftstoffbetriebenen Radladern ist zum Beispiel, dass das Drehmoment direkt und jederzeit zu 100% zur Verfügung steht. Für den Fahrbetrieb stehen drei unterschiedliche Fahrmodi zur Verfügung. Jeder Fahrmodus kann bequem über den Joystick ausgewählt werden und umgeschaltet werden. Gleichzeitig wird jeder Fahrmodus auch zusätzlich auf dem digitalen Display auf dem Armaturenbrett angezeigt. Die niedrigste Fahrstufe kann beispielsweise für Mäharbeiten oder Reinigungsarbeiten mit einer Kehrmaschine eingesetzt werden. Die mittlere Fahrstufe kann für Verladearbeiten eingesetzt werden und die höchste Fahrstufe kann zum Beispiel eingesetzt werden, wenn mit der Maschine auf der Straße gefahren wird. Warum sollen Sie zukünftig auf eine Elektromaschine umsteigen? Erstes Stichwort: Zero Emission. Sie hinterlassen keinen CO2-Fußabdruck. Die Maschine ist komplett emissionsfrei, keine Lärmemissionen, keine Abgasemissionen. Zweites Stichwort: Effizienz. Die Maschine arbeitet mit einem Energierückgewinnungssystem. Des Weiteren haben Elektromotoren einen deutlich höheren Wirkungsgrad als kraftstoffbetriebene Motoren. Wir reden hier von 80% gegenüber 30%. Und des Weiteren, sie sparen bares Geld. Sie müssen für den Motor weder Filter wechseln, sie müssen keine Flüssigkeiten austauschen und sie müssen keine Schläuche wechseln. Wenn auch Sie zukünftig umweltfreundlich und klimaneutral arbeiten, Ihren CO2-Fußabdruck minimieren möchten, besuchen Sie uns im Coreum und testen Sie die Maschine oder mieten Sie die Maschine in Ihrem Kiesel-Mietpark für Ihre Baustelle und überzeugen Sie sich von dessen Vielseitigkeit.